Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Simrail. Ihr schaut jetzt gleich eine Aufnahme von einem Livestream. Wir tun ein bisschen Stellwerken und eine kleine Anmerkung. Ich habe am Anfang vergessen, die Szene umzuschalten. Etwas später geht es dann in den Vollbild rein. Also, viel Spaß mit der Aufnahme. Oh, das schaut sehr gut aus. Oh no, lag. Bitte kick mich nicht, bitte. Ah, Gott sei Dank. Was haben wir hier? 41138. Ich kann 444060. Also das ist richtig. Okay. Ach, der hat ja schon die Ausfahrt. So, und der Kollege hier 41138. Wo ist der? Der will nach Góra. Und der muss auf Plattform 4. Wir machen einmal den hier. Ne? Achso, die Weiche ist hier noch falsch. So, einmal runter mit dir. Ah, was ist weggefahren? Ich spaß mir mal, dass ich mal für Myszków die Ankündigung mache. So, wer kommt hier? Der 14137. 14137, der bleibt hier stehen. Hochgeschwindigkeitsweiche ist drin. Alles klar. Einfahrt hast du. Das ist Lufthamster. Moin. So, dann nehmen wir es weiter nach Góra. Die Fahrstraße wird schon mal passen. Dann lassen wir hier erstmal anhalten. Und nachdem er angehalten hat, kriegt er von mir Fahrt. Also die Musik ist irgendwie jetzt nicht so der Oberburner. Ich glaube, wir gehen mal Richtung Bob. Schauen wir, was wir da so haben. Nee. Etwas besser. So, der hat angehalten. Wie ist denn generell in der Fahrplanübersicht? Da kommt nochmal Güterzug. Eigentlich nichts Spezielles. Wenn man eine LTE, der fährt auf der Strecke 1. Und der nächste, der auf 160 oben kommt, ist der Myszków mit 42. Okay, soweit einfach. Ist die Musik im Spiel? Ne, die Musik kommt von mir. Ohne Musik finde ich es dann ein bisschen ruhig hier drin. Also auch wenn ich für mich spiele. Ich habe meistens immer Musik an. Oder ich schaue mal irgendwas auf YouTube an. Aber ich kriege eine Krise, wenn es total still ist. Das gleiche auch, wenn ich unterwegs bin, ja, wenn ich in der Tram fahre, Zug fahre oder sonst irgendwas. Hab immer die Kopfhörer auf und schau mal was an oder höre Musik. Also da gehe ich auch so weit, dass wenn ich die Kopfhörer vergessen habe und ich bin dann schon im Zug und fahre weiter weg, dann kaufe ich mir tatsächlich so Ersatz-Bilo-Kopfhörer ab, so ich kann irgendwas hören. Solche Mucke als Radio im Spiel. Oh, weil du es gerade sagst, ne? Radio im Spiel. Das wäre ja so geil wie im Euro Truck Simulator. Wenn man so ein Ingame-Radio hat, den man dann auch konfigurieren kann. Also einerseits vielleicht mit eigener Musik oder dass man echte Webradios abspielen lassen kann. Ich meine, die Boxen wären da. Das wäre doch so ein cooles Feature. Dann hast du auch ein bisschen Hintergrundbeschallung, die du selber bestimmen kannst. Das wäre sicherlich nicht schwer zum Umsetzen. So, der Sachen wegfahren. Der fährt gerade rein. Also, nur damit ihr seht, hier drin, die Hochgeschwindigkeitsweiche, das ist einerseits die hier und die da. Also, wenn zum Beispiel von da hinten ein Express kommt, lasst sie nicht über die Weiche da vorne fahren, weil das ist eine 40er Weiche. Was kommt da hinten? 242, das glaube ich war dieser LTE, ne? Der auch auf der 1 fährt. Ja, genau. Der fährt auf der Strecke 1. Was ist eigentlich hier Lays jetzt? Habe ich gar nicht hingeschaut. Noch für der Fahrdienst? Hä? Macht da nicht gerade noch jemand? Wer ist denn hier an? Ach, in Góra ist jemand. Oh, Entschuldigung. So, der kann dann auch schon mal düsen. Das war jetzt 14137. 14137, 37. Und der geplant um 44. Dann schickt man den erstmal oben rein. Da muss ich erstmal warten. Was also, dann beansprucht ich schon mal. Also auf die Idee. Ah. Ja, und jetzt noch ein paar Rangierfahrten. Das wär's. Denn hier 8. Mark 1972 aus MD ist da hinten. Warte mal, Homer S. Homer Simpson? Ja, einen Prominenten hier, Homer Simpson. So, da ist er. Das wäre ja voll fies, wenn wir den davor reinlassen. Aber das tun wir nicht. Wir sind heute mal nett. Aus den Herrn Steinmeier habe ich auch als Zugfahren gesehen. Ich glaube, der nimmt ja da einfach den Anzeigenamen im Steam, ne? Wie kannst du da eigentlich hin? Willst du das mal testen? Man kann ja in Steam ja diese Pseudonyme machen. Ob er dann den Pseudonym nimmt oder den Hauptnamen? So, der ist am Wegfahren. Sehr cool. 14178, machen wir doch mal die Zugmeldungen, wir haben ja Zeit. 14137. Bin ich mein gutes Vorbild. Da ist er. Ciao, Kollege. Ich habe ja jetzt einen sehr guten Tipp gekriegt für die EU. Da hat man ja das tolle Rad mit den 43 Fahrstufen und den Hilfsfahrschalter. Wenn ihr da auf Shift Plus geht. Da geht er gerade auf die Stufe 28, die erste Hälfte, und nochmal Shift Plus. Gerade direkt auf 43 und das gleiche auch mit Shift Minus. Schaltet er komplett runter, ohne dass man da quasi auf Minus draufbleiben muss. Ist alles klar. Das sieht so geil aus. Ja, bis er dann auf Stufe 0 ist. Und das gleiche auch mit dem Hilfsfahrschalter. Also mit Shift, Bild nach oben und Bild nach unten. So, ich glaube, das war der Hebel hier. Ja, genau. Ja, das... Keine Ahnung, wie man das definieren soll, was das jetzt gerade war. Nee, das waren schon die Fahrgäste. Aber das ist so ein Bug, dass die halt irgendwie außerhalb sind. Ja, von rechts kommt jetzt erstmal gar nichts. So, ist frei. Dann macht man hier auch mal die Meldung. Lazy. 2, 4, 2, 2, 4, 1. Wenn er denn abfährt. Ja. Ja, cool. Ruhige Nummer. Der nächste kommt um 9:40 aus Myszków und gerade im Anschluss von Lazy und auf dem mittleren Myszków, Lazy, Myszków und nach Góra geht es erst um 9:50 weiter. Ach, die kommen auch in Paar, 9:50 um 1 nach. Also 42 fährt dann auf die 160 raus. Ciao! Du hast hinten keine Lichter an. Wollte ich gerade mal sagen. Spannend wäre auch irgendwie Signalstörungen oder Weichenstörungen hier drin. Aber ich glaube, bevor du nicht irgendwie Pro-Label hier drin hast, werden sie das nicht machen, weil die Leute sind ja so schon überfordert mit den Stellwerken. Oh jo, Wartespiel. Das sind so Momente, wo man da nicht weiß, was man tun soll. Oh, er hat mir ja doch hochgelevelt. Jetzt bin ich Level 13. Okay. So, Myszków 40143. Ist der Kollege da? Abfahrt um 50. Kommt von da. Und fährt dann gerade weiter. Dann kann man das auch wieder zurücksetzen hier. Das heißt, Lazy wird sich dann auch gleich mal melden. Mit dem hier. Das müsste man eigentlich sehen können. wenn dann hier die Einfahrt kommt. Das heißt, du fährst hier geradeaus. Ja, eigentlich sobald das hier grün wird, wissen wir, dass da was kommt. Glaubst du, dass Warschau auch ein Stellwerk kriegt? Ja, theoretisch sollen ja alle Stellwerke auf der ganzen Strecke irgendwann mal aufkommen. Also die es in der Realität dann auch hat, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber das wird noch Monate dauern. Weil so wie die Entwickler sich jetzt das präsentiert haben mit einem Stellwerk nach dem anderen, aber es sind auch die anderen Stellwerke noch nicht mal modelliert. Es ist einfach die KI drin und macht halt den Verkehr und bauen das jetzt nach und nach auf. Ich meine, das Stellwerk, das war ja das letzte, das haben sie ja im Playtest schon angekündigt und haben gesagt, das sind das hier am Testen. Und ist dann jetzt hier zum Early Access rauskommen. Na, Lazy, wie schaut's aus? Wir könnten eigentlich mal den Dark Mode hier drin machen. Sieht auch geil aus, ne? So im Dunkeln. Das Problem ist, wenn es jetzt komplett in der Nacht ist, dann ist es halt wirklich zappenduster und das ist die klaren Zapfen hier gar nicht mehr. Jetzt ist 143, sitzt da wer drin? Nö, das wird wieder ein Bot sein, der hier kommt. Ich finde es aber schon mal gut, dass sie das Fahrdienstleiter-Tutorial mittlerweile da in Englisch haben. Aber ich frage mich, wer sich das bis jetzt mal durchgelesen hat. Ich meine, das ist schon informativ. Aber das ist erstmal ein mega Roman. Und vor allem, das bräuchte das irgendwie extern. Weil du musst ja hier die ganze Zeit im Spiel drin sein, um das Ganze durchzulesen. Naja, ich hätte das interaktiv gemacht. So, wie komme ich hier wieder raus? Achso, über den Button hier. Na, nee, in den Tisch kannst du voll reinlaufen. Ist aber manchmal ganz praktisch, dass man das machen kann. Also gerade wenn man da oben irgendwas erreichen will oder mal lesen will. Kann eigentlich ruhig so bleiben. Mich stört es jetzt nicht. Oh, da vorne ist wieder Autocrash angesagt. Die können da nicht drüber fahren. Das ist ja auch so ein Bug. Ah, Abfahrt 40, 143, 50. Gleich mal. Ist on time. Kein Diesbahn. Oder Personen laufen auf der Stelle. Aber ich meine, das sind auch die geringsten Bugs. Das ist halt mal optisch ein bisschen mäh. Aber das kann erstmal hinten angestellt werden, bevor sie das fixen. Gibt erstmal wichtigere Dinge, die zu lösen sind. Der von Lazy ist verspätet. Oder wird vermutlich verspätet sein. Am 2:50 soll der hier ankommen. Warte mal, 40, 96. Da kommt er. Der Tomsi. Gehen wir nämlich schon mal die Fahrstraße. Dann wird er nicht ausgebremst. Jetzt ist die Szene absichtlich so eingestellt. 24. Wie meinst du das? 241 an den Fahrdienstleiter, bist du da? Ich habe eine Weichenstörung vor dir, kriegst gleich Ersatzsignal. Ein paar Minuten dauert es aber. Ich glaube, jetzt kannst du mich auch hören, oder? Eine Weichenstörung in Lazy? Ja, jetzt höre ich dich. Ach, kein Vollbilds. Keiner sagt was. Gar nicht gemerkt. Ja, jetzt ist Vollbild. So müsste es jetzt ZS1 bekommen haben. Ja, ZS1 steht. Weiterfahrt mit Ersatzsignal. 42, 1062 kommt da. Ich glaube, ist der mit. Ja, der fährt auf die 160. Das heißt, die schicken wir 1 nach oben. Und der kann eigentlich schon mal bis hierhin fahren. Und dann werden wir Lazy anfragen, ob er kommen darf. Und da kommt der Tomsi. Ah, warte mal, 40, 143. Das habe ich gar nicht auf Fahrt gemeldet. 40, 1, 4, 3. Ciao. Ja, Myszko. Weichen dafür passen auch schon. Gut, dann bitte einmal anhalten, dann kriegst du die Ausfahrt von mir. Also macht das bitte auch, wenn ihr am Stellwerken seid. Erst die Ausfahrt, wenn der angehalten hat. Beziehungsweise Fahrplan, Abfahrt. So. Sehr gut. FDL zum Öden würde ich außerhalb die nutzen. Also ich würde mir mal freuen, wenn es dann hier mal deutsche Stellwerke gibt. Und vor allem deutsche mechanische Stellwerke, auf das würde mich am meisten freuen. Da würde ich mich sofort wohlfühlen. Oder Schweizer, genau, Schweizer Stellwerke. Stellwerk, boah, Stellwerk Romanzon. Das wär's. Boah, da könnte ich Stellwerk Inception machen, weil da könnte ich tatsächlich ins echte Stellwerk Romanzon gehen. Und dann nur hier drin spielen. Ah. Ich habe es immer noch mal vor, irgendwie TD2 Stellwerken zu machen, den Stellwerk Romanzon. Ah, wenn er nicht dazu kommt, ist auch nur irgendwie zu planen. Oh, wann fährt denn der Tomsi weg? 53, 2 Minuten also noch. Ist das noch in Betrieb? Ne, Stellwerk Romanzon ist nicht mehr in Betrieb, aber es ist noch komplett erhalten. Und nachdem ich da im Verein bin, kann ich da jederzeit rein ins Stellwerk. Also in beide Stellwerke. Romanzon hat ja zwei mechanische Stellwerke. Wobei Stellwerk Nummer 1 in nicht mehr so gutem Zustand ist. Zumindest was die Decke betrifft. Aber der ganze mechanische Part ist noch komplett da und funktionsfähig. Also funktionsfähig im Sinne von, es läuft noch, aber es ist halt nicht angeschlossen. Oh, ist der Streckenblock für Zug 6 für 4046 frei. Jo. Hä? Sag mal, ist der Arg... 22:19. Der ist ja viel zu früh. Aber der will nach Myszków. Okay. Also der wird dann gleich hier auftauchen. Nach Myszków bist du. Schick mir erstmal hier unten rein. Aber wenn da oben jetzt erst einer kommt, will ich mir das Gleis frei halten. So, da ist schon die Anfrage. So, Einfahrt kriegst du jetzt mal hier. Ah, jetzt habe ich Myszków. Habe ich nicht abgemeldet. Nicht ganz so schlimm. Was? Tom Tom Go. 644046. Das ist ein Halt bei mir. Also, du hast kein PT hier drin. Du wärst eigentlich zur Durchfahrt. Also deshalb, wenn Sie in der Schweiz ein Simrail abbilden müssten, gäbe es auf der Map noch 3 oder 4 große sogenannte Betriebszentralen. Ist ja alles ferngesteuert hier. Also, ja, klar. Also wenn, dann müssen wir da schon ein bisschen Zeit zurückgehen. Vielen lieben Dank für die Follows. Was 58 bis 16. Also bei mir bist du einfach nicht mit Halt angezeigt. Oh, vielen lieben Dank für den Sub. So, da kommt er schon. Okay, nachdem da oben jetzt nichts kommt. Soll ich es riskieren? Einmal nach Myszków hier. Ich warte, bis er kommt und dann gehen wir ihm mal die Fahrt. Ich bin auf DE5. Er ist noch nicht über das Signal. Blinkt hier doch. 421. 062. Für dich könnte man eigentlich schon mal anfragen. Das war das hier. 421 062. Cool. Wir können anfragen. Wurde auch schon angenommen. Ja, und tschüss. Einmal Durchflug. Schade, dass ein Bot ist. Vielen lieben Dank für den Follow. Oh je. Oh, jetzt ist ein Spieler drin. Myszków 421062. Hä? 421062, ja. Tut mir dich auch schon mal abmelden. So. So, jetzt ist aber das Signal drüber. 4140. Von welcher Richtung kommt der? 41, der kommt von Lazy. Und will nach Góra. Okay, der Güterzug muss abwarten. Dich werden wir über die Hochgeschwindigkeitsweiche da schicken. Hallo. Weiche? Der bleibt hier nicht stehen, oder? Wo ist er? Ne. Der hat auch schon mal seinen Flug. Was ist denn das? Mr. Nicer Dicer. Da ist er auch schon. Ich könnte eigentlich das andere Stellwerk anrufen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen fies. Ich weiß nicht, ob Ora weiß, dass ich da gerade am Stream bin. Aber die Abfahrt können wir mal melden. Du, 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 du. 4140. kommt von Myszków. So, den können wir dann auch gleich mal fahren lassen. Einmal war ich hier auf Minus. Oder 6 für 4 war ja A für Myszków. Ja. Moin sein! Einmal Hubkonzert hier. Moinsen, Knalltüte Studios. Wer war denn? Ach, da hinten ist er. Kommt da angekrochen. Ach, der White Banana. Ich glaube, den habe ich schon abgemeldet, dass er kommt, ne? Ich glaube schon. Drücken und ziehen ist mit linker und rechter Maustaste. Also wird eh eingeblendet, wenn du mit der Maus raufgehst. Ist ziemlich simpel. Kann ich dich nach Myszków schon schicken? Ja. Hat den Flug. Geben wir da auch mal Bescheid, dann habe ich es gemacht. Und da kommt vom 447073. Alles klar. Hello. So, schauen wir mal uns mal 447073 an. Ist ja auch so früh. Der fährt aber auch auf die 160er raus. Ah, da ist ein Ende. Ja, gute Fahrt, Kollege. 40643. 40. Das ist der hier. Eine Minute Halt. Einfahrt hat er schon. Ausfahrt wäre theoretisch schon parat. Oh, ich habe ja gar nicht Abfahrt bestätigt, Ankunft bestätigt. Mein Fehler. Ja, dann können wir uns erstmal ein bisschen entspannen. Oh. Katowice wäre eigentlich auch nur spannend zu machen. Ah, da kommt 444062. Ist frei. Immer her damit. 44062. Der war bestimmt nach Myszków, ne? Der ist auch früh dran. Holy shit. Das ist eine mega Verfrühung. Die haben alle Glück heute. Lauft ja gut auf dem DE5-Server. Wir nehmen ja Verfrühung am anstatt wie Verspätung. Echt eine Seltenheit. Ich glaube, ich mache die Lichter hier wieder an. Hallo? Lichtschalter? Hallo? Ach, Licht ausmachen geht, aber einmachen. Ah, jetzt so. Ist aber auch nicht gleichmäßig hell hier. Okay, da ist die Anfrage. Einfahrt kriegst du hier mal. Währenddessen werden wir mal schauen, ob auf der Strecke 1 noch was kommt, so wie vorher mit dem Express. Und falls nicht, kann er düsen. Moin, Kallo! So, Ausfahrt ist gestellt. Wäre eigentlich noch spannend, wenn wir den Anschluss hier oben hätten, nach Sibirz. Könnte eigentlich noch interessant werden mit dem Verkehr. Also einerseits hier runter und einmal hier rauf. Frag mich, warum es das hier so zweigleisig haben, mit dieser Ausweiche hier. Haben wir so ein paar Güterzüge hier in der Nähe. 447073. Wollen wir mal ganz kurz schauen. Ah, es war der 160er. Gleiches Spiel wie vorher. Also sobald der hier eingefahren ist, schickt man den anderen nach oben. Der ist immer noch nicht über Signal. Also sobald mal die Lazy-Stellwerke gemacht werden können und so Sosnowiec, Polo, irgendwas, was immer staut, glaube ich, könnte es mit dem Verkehr eigentlich hier ganz gut laufen. Und dann kann man hier wenigstens die KI mal übernehmen, dass man hier Verkehr hat. Wobei Sosnowiec, Polo, irgendwas, das was bei Sosnowiec Glony ja links unten ist, glaube ich, wird insofern ein schwieriges Stellwerk sein, dass du nämlich dir deinen Bahnhof nämlich zustellen kannst. Und dann hast du halt genau den Stau, was die KI jetzt immer wieder mal hat. Was wäre cool, wenn du ein anderes Stellwerk nehmen würdest? Ich weiß nicht, die meisten anderen Stellwerke sind nicht wirklich interessant. Finde ich. Also Sosnowiec Glony ist eigentlich noch interessant. Und wenn dann noch Będzin. Aber Będzin ist ja da Links-Rechts-Verkehr. Muss man nicht sehr viel machen. Also ich würde sagen Sosnowiec Glony und das Stellwerk. Das ist, wo man am meisten machen muss. Okay, die schickt man nach da oben. Jetzt die 643 bitte anhalten. Da kommt der Kollege. Seht ihr? Da oben kommt gleich was. Also muss der Güterzug erstmal warten. Oh, das Skytrek. Hey, Skytrek. Er fährt nach Góra. Also einmal über Hochgeschwindigkeit. Ja, und 447, der kommt von Myszków und fort auf die 160. Das Ding können wir schon ein bisschen vorschicken und dann machen wir für ihn schon mal die Anfrage bei Lazy. Da ist er. Da war flott unterwegs. So, und Skytrek hat einen Flug. So, einmal Weiche. Ah, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Ja, Lazy habe jetzt da auch nicht angekündigt. Halb so schlimm. Und Ankunft melden. Also ziehen, wenn du in die Negativstellung willst, und drücken für positiv. So, 4-2-1-4-2-4 Góra. Und es kommt von Góra auch ein Express. Oh, Fenster geht's mal zu. Also, Lazy kommt jetzt noch von unten und der Express. Na Lazy, was los? Meld mal an, du. KI braucht da echt lange. Vielen lieben Dank für den Follow. Freue ich mich immer. Und nochmal danke für den Follow. Okay. Weichen richten. Der Express fährt 100 Pro nach da unten. Ja, jetzt geht's aber los. Und nochmal danke. Ah, da ist ja die Anfrage. Und einmal Hubkonzert vom Skytrek. Moin sehen! Myszko, was ist weggefahren? Ein Zug! Okay, ich glaube, bei der KI spare ich mir jetzt wirklich. Es wäre halt viel spannender, wenn hier alle Spieler wären. Und da ist der Express. 14:41. Wo ist denn mein Fahrplan? Oh, der hat Verspätung. Ja, dann einmal Durchflug. Da, dass die Zeit irgendwie wieder aufholst, Kollege. Welcher selber? Ich bin DE5. Der Zug 1347 bei dir lang. Ich schau mal. 1347. Nope. 1347 fährt nicht bei mir vorbei. Oh, das klingt nach Weihnachtslied. Schnell weiter. Weihnachten ist vorbei. Oh mein Gott, jetzt sehe ich es gerade. Vielen lieben Dank für die Donation, Koshi. Mach weiter so. Könnt ihr ewig zuschauen. Ah, das freut mich natürlich sehr. Und vielen lieben Dank für den Follow. Lurkender Dino. Ja, aber echt. Einige Follower dazukommen. Freut mich sehr. Oder da. Ist über Signal drüber. Aber auch bei ihm werden wir jetzt erstmal wieder warten, ob von der Strecke 1 nochmal was kommt. Was zumindest die letzten Male jetzt so, dass da was daherkommt. So, bitte einmal zurücksetzen hier. 2022 245 060. 061 habe ich da. Hä? 245 061. Ach, das ist wieder der, wo man die Nummer nicht sieht. Ich bin bei Juro auf dich aufmerksam geworden und habe mir deine Videos angeschaut. Habe ich in YouTube schon gefunden und jetzt hier. Da ist er. Ach komm, den schicken wir jetzt mal schnell durch. So. Schnell weg mit dir. Bevor du mir da die Strecke blockierst. Und der Express ist jetzt auch hier oben. Schön. Es sieht so aus, als wären hier zwei Züge, weil er das hier nicht richtig anzeigt. So, da ist der Express. Ciao, Kollege. Okay. So geht's bei mir. Mach mal hier wieder frei. Schon wieder ein Weihnachtslied. Hört's mal auf damit. Oh, mein Lieblingslied. Habe ich gefühlt bis jetzt jedes Mal im Stream abgespielt gehabt in der Playlist. Was ist weggefahren? Ein Zug. Besser gesagt 1441. Was war das? Ah, ich sehe es noch nicht, was jetzt von da oben wegkommt. Vielen lieben Dank für den Sub. Tom Tom Go. Da muss ich gerade ein bisschen an das Navigationsgerät denken. Was, 1445? Circa 23 Uhr gibt es noch ein Konzert. Ich glaube, das Skytrek nochmal vorbei. Wo ist der Zug? Ach, da unten. Oh, mit der ET25. Muss mal nachschauen, gibt es eigentlich auch Güterzüge, die nach Góra runterdüsen? Myszków, Góra. Nee. Nee, alle Güterzüge fahren nach Myszków. Zumindest nach dem Fahrplan. Naja, ist bis ist. Schade. Der taucht mir auch noch nicht hier auf. Dann haben wir das Muster LTE fort auf 1. Ist auch ein LTE fort auf die 1. TME fort auf 160. TLE ebenfalls. LTE auf 1. Oder wo ist der andere LTE? Der fährt A auf die 1. Also die LTE ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, von alle auf die Strecke 1. Und TLE, warte mal, das war der erste TLE. TLE 160. Und TME. So, die Musik ist ein bisschen fad. Was anderes bitte. /41, 140. Der bleibt 3 Minuten hier stehen und fährt nach Góra. Nochmal 24143 22, der ist zu spät. Da ist er auch schon. Warte mal, ist das Dominic Toretto? Nee. Nee, YPT. So, da ist er. Mein Kollege. Eigentlich hätte ich aber schon noch Lust, einen kleinen Moment zu fahren. So als Abschluss für heute. Was meint ihr? So zum Abschluss, so eine halbe Stunde vielleicht mit der EU irgendwie rumcruisen, da in der Dunkelheit. Um halb. So, der Kollege, der hat schon mal die Ausfahrt. Dann schauen wir jetzt noch für den da oben. Und dann cruisen wir mal eine kleine Runde. Und dann ist aber für heute erstmal dann Schluss. Ich muss morgen wieder um 6 auf der Matte stehen. Ein paar Stunden Schlaf brauche ich dann auch. Ah, sehen wir ihn, wie er da reinfährt. Leider ein bisschen weit entfernt. Vielen lieben Dank für den Follow. Da hinten ist er. So. Ich bin beruflich Systemingenieur und hobbymäßig bin ich im Eisenbahnverein unterwegs. Okay, der hat auch seine Ausfahrt. Dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Die können wegfahren. Ich glaube, das war eigentlich eine ganz okay Session. Klar, ich habe mir die Züge nicht gemeldet bei der KI. Und glaube, Go habe ich auch ein-, zweimal vergessen. Aber ansonsten lief es eigentlich gut. Ohne Probleme. Eigentlich ganz cool. Welcher Server? DE5. Aber ich gehe jetzt hier aus das Stellwerk raus. Also falls sich das jemand schnappen will, soll er es jetzt gleich machen. So. Zurück zum Hauptmenü. Los geht's. Liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Bravura. Bis zum nächsten Mal. Tada!